Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rising Storm. Ihr seht gerade, ich bin gerade hier im Abstimmungsmenü von dem Kampagnenmodus aus Rising Storm. Wir haben gerade eine Runde auf Make It Hill gespielt. Leider war die nur 2 Minuten lang und deswegen dachte ich mir, beginne ich doch mal genau hier, was ich schnellstens mal gesagt habe. Und zwar den Abstimmungsmodus. Ja, finde ich ziemlich geil gemacht auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die Philippinen, aber ich kann, glaube ich, gar nicht abstimmen, ne? Nee. So ist auch hier auf jeden Fall die Möglichkeit, die man machen kann. Man kann sich Kampfkraft kaufen mit Geld und sowas. Und nach jeder Runde wird entschieden, wie viel Tickets man hat. Ihr seht gerade, Achsenmächte haben 181. Also wir haben jetzt nächste Runde dann 180 Möglichkeiten zu spawnen. Falls das nicht der Fall sein sollte und wir die 181 Tickets verbrauchen, ist das Spiel natürlich verloren. Aber so entwickelt sich das immer weiter und ja, ist auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und wir sehen uns gleich nach dem Ladebildschirm wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon in-game. Die Karte Saipan ist es geworden in den Philippinen. Das war eine der 3 Karten, die zur Auswahl standen. Und ihr seht gerade, ich spiele gerade mit deaktivierten HUD. Hat den Vorteil, dass es erstens mehr Atmosphäre und mehr Immersion bietet. Und ja, der Nachteil ist natürlich, man findet sich so gut wie nicht zurecht. Jedenfalls ist es sehr verwirrend. Ich kann euch schon mal so viel sagen, am Samstag wird es um 13 Uhr eine Folge Red Orchestra 2 geben auf einer Custom-Karte mit dem Namen Kriegszeit. Da habe ich das Ganze schon mal getestet und muss sagen, ich war sehr verwirrt, weil ich nicht wusste, wo ich hinlaufen musste. Und das gleiche Spiel eben heute nochmal in Rising Storm. Wie gesagt, wenn ihr das nicht mehr haben wollt, dann einfach mal in die Kommentare posten. Aber ich finde es einfach mal so ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen ticken realistischer, ja, noch weniger Anzeigen, als es schon der Fall ist. Und macht auf jeden Fall das Ganze noch mehr interessant und noch mehr schwieriger natürlich. Richtiger Hardcore-Shooter ist ja Red Orchestra und Rising Storm, genauso in Search of Invader. Also denke ich mal, ist das schon ganz gut angebracht. Ja, eben noch mal ganz kurz zu sehen, ich hoffe auch richtig erklärt, war der Abstimmungsmodus von den Kampagnenmodus aus Rising Storm und auch Red Orchestra. Ich hoffe, ich habe alles richtig erklärt. Ganz kurz mal zur Info, man kann sich da maximal mit dem Geld, was man verfügbar hat, wenn man es überhaupt hat, Kampfkraft kaufen. Kampfkraft sind die Tickets halt, die man übrig hat. Also ein Ticket ist halt eine Kampfkraft, das heißt ein Spawn. Und der verringert sich natürlich mit den ganzen Toten. Wir hatten natürlich jetzt 181, weil wir eben aus der letzten Runde Make It Hill, die eben nur 2 Minuten ging, ja, nur noch 181 übrig hatten und da, ja, ergibt sich dann die Zahl für die nächste Runde, weil wir einfach die restlichen Truppen nutzen müssen, um halt die Kampagne zu gewinnen. Und ihr seht gerade, die Amerikaner haben ja in diesem Abstimmungsmodus so gut wie alles eingenommen, außer Panau und die Philippinen. Und bei den Philippinen, ja, wo sie halt gewotet haben oder was angreifen wollten, kann man ja sich entscheiden, wer halt gewinnt, kann halt voten. Und die Amerikaner haben halt die Philippinen ausgewählt. Und da gibt es halt Hanto, Saipan und noch eine Karte, die man da bekommen kann per Random, und ist halt Saipan geworden. Und so eine Karte, die ich schon sehr lange nicht mehr gespielt habe. Natürlich noch ein Nachteil durch das Deaktivierte hat, man sieht natürlich die Kills nicht mehr, was dann so ein bisschen den Effekt hat von Insurgency. Kein Killfeed, man weiß nicht, ob jemand getötet hat oder nicht. Ist dann eher so eine Glückssache. Also einfach dann, ja, von selbst entscheiden, habe ich ihn getroffen, falls ja, gehe ich hin, falls nee, dann bist du ja eh tot, aber... Ich finde einfach, es macht auf jeden Fall so noch ein bisschen mehr Laune und ein bisschen schwieriger. Vielleicht ist es für euch ganz cool. Gibt auch weniger nervige Anzeigen, die vielleicht auch ab und zu mal mitten ins Spiel huschen, die ja nicht hier total unpassend waren. Also habe ich gerade, glaube ich, einen Kollegen beschossen. Kann ich leider nicht sehen, auch was sie schreiben oder so. Kein Plan. Sonst sieht er eigentlich immer so aus. Ja, aber ich finde mal... So ist das Ganze noch viel geiler, ja. Also ihr könnt euch mal eure Kommentare, einfach zum No-Hut abgeben in die Videobeschreibung. Nochmal von vorne, Leute, ja, nochmal vorne den Satz. Ihr könnt Feedback dazu abgeben in den Kommentarbereich, wie ihr das nochmal findet. Ich denke mal, die Mehrheit wird sich dafür entscheiden. Natürlich sind hier nur, ja, richtige Spieler unterwegs. Und halt nur 63 Mitspieler noch, die mit dabei sind. Und ich bin einer von ihnen. Also ein schönes 32-30, keine Bots, kein Nix. Und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen spannender, weil man eben mit Spielern das Ganze nochmal, ja, anders bedenken, nochmal anders bedenken muss, weil die halt eben anders handeln, klüger handeln. Ich weiß gar nicht, ob das, guck mal ganz kurz mal, ob es irgendwelche Bots gab. Nö, kein einziger Bot, ihr seht, alles voll mit richtigen Spielern. Was ist wirklich, was ich bislang wirklich entdeckt habe bei dem Kampagnenmodus? Das ist wirklich sehr interessant. Nochmal vielen Dank an denjenigen, der mir diesen Tipp gegeben hat. Hätte die sonst wahrscheinlich vergessen irgendwie oder so. Getroffen habe ich ihn. Verdammt. Nur angeschlagen.
Waffensuch ist ein Arisaka Typ 99. Jedenfalls sollte es die sein, falls das Spiel mich nicht verarscht hat. Gucken wir mal, ob ich mal auf die Treppen hochkommt. Ja, wusste ich doch. Wo ist doch die Amerikaner? Die kommen jetzt die Treppen hoch. Hier, fress die Handgranate, ihr Säcke. Ja, hab sogar einen erwischt dabei. Wobei die auch die Artillerie gerade von den eigenen Leuten kalt machen, also. Ja. Ding mal Pistole ist ja angebracht, oder? Ich vermute mal, ich bin gerade auf einem wichtigen Punkt. Wahrscheinlich auch ein Punkt, den man hier einnehmen muss. Ich guck mal ganz kurz. Nee, nicht ganz, aber ich würde vermuten, dass hier ist auf jeden Fall. In unserer Richtung, wo wir gerade uns befinden, auf jeden Fall der Punkt, der die Amerikaner dann ja einnehmen müssen oder den wir eben verteidigen müssen. Saipan ist schon etwas länger her, als die gespielt habe. Gucken wir noch ganz kurz. Ja, aktuell, ja, geht eigentlich. Mittelfeld. Finden wir uns ja gut. Punktnähe ist jetzt auch nicht noch gegeben. Ich dachte, es wäre ein Punkt hier. Aber schnell wieder hart ausschalten und gucken, wo wir hin müssen. Müsste dann hier vorne sein. Ich kriege schon die ersten Granaten raus aus dem Haus. Das sind ja die Mörser-Granaten, sind das ja. Übrigens auch mal eine Waffe, die ich ausprobieren sollte, der Mörser. Ich bin mir auch nicht ganz leicht, den zu bändigen. Ich habe übrigens auch letztens wieder irgendwo in einem Beitrag gesehen, wo jemand sich unterhalten hat über Hardcore-Shooter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ging, glaube ich, darum, dass ja die Unreal Tournament-Macher, glaube ich, oder so, oder irgendwas, einer davon, so einen neuen Arena-Shooter baut, der wirklich oldschool ist, wirklich das ist, was die Leute sich wünschen. Und dann hat jemand das da geschrieben, so, ja, ich suche schon sehr lange sowas, aber irgendwie modernerem Setting, so gut moderneres Setting, Anführungszeichen, mehr so, ja, Red Orchestra, so Zweiter Weltkrieg, modernes Kriegssetting, so. Aber als jemand geschrieben hat, wo ich mich sehr gefreut, dass er mir sich überhaupt an das Spiel erinnert, Red Orchestra 2 geschrieben hat, hat er gesagt, nee, ist mir zu hart. Da frage ich mich doch, ja, wenn du einen Hardcore-Shooter haben willst, warum ist dir denn ein Hardcore-Spiel dann zu hart? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist doch irgendwie totaler Käse, oder? Wenn man sich ein Hardcore-Spiel wünscht und dann bekommt es, dann sagt, nee, das ist zu hart. Das ist irgendwie doch sehr ulkig. Aber ich muss sagen, jetzt nach der Spielerfahrung, die ich jetzt schon habe in diesem Spiel hier allgemein oder auch in Surgeon Simulator, Hardcore ist relativ, ja. Klar, es ist ein Hardcore-Spiel, du stirbst mit einem Schuss, wenn du nicht aufpasst, musst taktisch gut handeln. Aber, ich weiß nicht, ob die meisten schrecken einfach von Verstorung zurück oder einfach auf der Tatsache, dass du wirklich mit einem Schuss stirbst. Ich glaube, das ist einfach das Problem, wobei ich das eben feiere. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob es unter euch welche gibt, die das Video gucken und sagen, nee, ich guck's lieber bei dir, weil ich komme selber mit dem Spiel nicht klar oder ist mir einfach zu schwer oder doch zu hart. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mal sehr gespannt, wer von euch diese Meinung vertritt und sagt, nee, ist mir persönlich zu hart. Ich guck's lieber bei dir, weil du das irgendwie ja allgemein schon so spielst. Da brauche ich das nicht kaufen, weil ich es eh nicht kriege. Und da gibt's bestimmt einen oder anderen von euch. Wow, scheiße, wo gerade schießen hier. Da ist der Kanal eingeschlagen. So, hier. Das ist ein Japaner. Gut, da hinten war nämlich gerade hier um die Ecke noch so ein Amerikaner. Guck mal, wie lange die Position hier halten können. Sieht ganz gut aus für uns eigentlich. Oh, auf dem Dach ist einer. Das war ein Flitzer. Ich muss persönlich auch sagen, durch die Kampagnenmodus ist das Ganze auch ein bisschen ruhiger. Nicht so wild, man rennt nicht irgendwie. Ja. Blind irgendwie in eine Richtung, wartet, bis der Punkt eingenommen wird, sondern es ist wirklich dann so ein bisschen, ja. Wie im Team zusammenhalten ist, kommt das Teamgefühl kommt halt eben ein bisschen höher, so ein bisschen mehr im Video zum Vorschein, als es sonst der Fall ist, weil eben sonst immer nur so 3-4 Spieler online sind, die da irgendwie sich irgendwie wegkämpfen und sonst die Bots immer alles machen müssen mit mir. Von daher kommt das Teamgefühl einfach irgendwie jetzt durch den Kampagnenmodus ein bisschen besser auf. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde einfach, durch dieses langsame Voranschreiten im Team zusammen ist das irgendwie alles ein bisschen cooler und unterstützt das Ganze noch ein bisschen, ja. Ich kann gerade nicht schießen, weil ich hier gerade unterdrückt werde. Von der Artillerie.
Er feuert die Amerikaner wirklich permanent die Dinge ab, ne? Also es ist unglaublich. Aber es ist nun mal Red Orchestra, da kann man eben die Artillerie abfeuern, wie man möchte. Und wenn man die Ressourcen hat, kann man das ja machen. Da oben ist einer gewesen, der ist gerade umgeschossen worden. Boah, Alter. Das Schwing und Zucken geht mir ein bisschen auf den Keks. Gerade was so diesen Schüssen wie oder was anderes. So, der ist tot. Ich bin damit eingehebelt, das ist natürlich sehr gut. Aber die Japaner haben gerade einen Kanal geschmissen und dann nutze ich meine Chance und renne mal rüber. Ich bin eigentlich im Gebäude, wo wir eben noch waren. Okay, das Kriegsposter. Leider keine Ahnung, was da steht. Okay, ich werde am besten mal aufs Team oder so. Kein Zeitgefühl, lange die Runde noch gehen wird. Das dürfte auf jeden Fall nicht mehr so lange gehen. Ich hätte das schon ein bisschen schlau, weil ihr die Folgenlänge sehen könnt. Okay, das war ein tödlicher Schuss. Aber ich glaube, ich habe hier einen auch irgendwie verwundet. Okay, 7 Minuten geht das Ganze noch hier. Punktverteilung, okay, gut. 3 Punkte für uns, so wie ich das gerade sehe. Und 3 Punkte für die Amerikaner, so unentschieden bislang. Wow, das war... Okay, keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Habe auf jeden Fall in die Richtung geschossen. Aber es ist eben der Nachteil, kein Killfeed, du weißt ja nicht, ob du jemanden getötet hast. Und genau deswegen würde ich auch gerne mal eure Meinung nochmal dazu wissen, ob das wirklich gewünscht ist. Also ich muss sagen, ich habe nichts dagegen. Ist noch so ein bisschen Katz und Maus, ein bisschen Glücksspiel noch, wenn du den getroffen hast oder nicht. Und ist ja eben auch ein bisschen besser für die Thumbnails, die ich dann mache. Noch ein bisschen intensiver oder einfach das Video ist einfach wirkt dann einfach ein bisschen geiler. Weil einfach keine nervigen Anzeigen immer aufploppen oder so. Eine sehr offene Karte mit vielen, vielen Fenstern. Das ist zwar ganz cool gemacht, aber. Schreckt schon ein bisschen ab, hier durchzurennen, irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Also das ist ein bisschen der Nachteil eben, dass man halt dieses HUD nicht hat. Das HUD nicht hat, ist auch ein schöner Satz. Aber theoretisch eigentlich richtig. Ist das ein Amerikaner? Nee, ne? Doch klar, oder? Oder? Ich hab keinen Plan, ey, ganz ehrlich. Nee, ist ein ein Japaner gewesen, scheiße. Das ist bestimmt geärgert, der eine. Das ist halt das Problem, weißt du, weißt ja eben nicht, wer der eine ist. Gerade so dunkle Ecken, wo du so denkst, ja, die Amerikaner haben auch so grüne, graue Anzüge, so Uniformen besser ausgedrückt. Weiß nicht, da macht man schon mal sowas. Ist aber auch nicht ganz einfach. Wie auch gerade die Situation gerade. Ich weiß nicht, ob man den Gegner gesehen hat, war oben im Fenster drinne. Ach, genau und deswegen liebe ich dieses Spiel, wenn man einfach stirbt und denkst dir so, was? Wo? Und es gibt keinen Cheater, das ist auch nochmal so ein schöner Nebeneffekt. Weil eben so wenig Spiele da sind, beziehungsweise eine Handvoll Spiele, sag ich mal. Und die halt da sind, die spielen alle fair. Und was willst du auch cheaten im Spiel? Macht ja gar keinen Sinn. Ich meine, du kannst ja nicht irgendwie freistellen, keine Achievements und so, sondern du bist einfach halt, ja, gut, klar, freistellen kannst du schon was, aber halt eben nicht auf die Schnelle, dass es sich lohnen würde. Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch keine Cheater oder fast gar keine für diese Spiele. Die meisten werden wahrscheinlich bei Call of Duty umhängen oder so, Battlefield. Da können sie auch hin eigentlich, aber... Ich glaube, ich habe bis jetzt noch nie, also ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, aber ich habe, glaube ich, noch bis jetzt nie einen Cheater oder Hacker getroffen in den Spielen hier. Nicht mal Insurgents oder sowas oder wer da. Die einzigen, die man da getroffen hat, das waren immer die so gut waren, dass du denkst, das waren Hacker, wo es gar keine waren.
das mal die besonderen Hacker. Ah, fuck, mit einem M16. Eine M16, die gerannt hat, den M1 gerannt. M16 gibt's, glaube ich, hier gar nicht. Die gab's, glaube ich, erst in dem Vietnamkrieg. Da wurde deswegen so eingesetzt, das Ganze. Oh, fuck. Ich bin auch sehr gespannt, wann das Vietnam-Addon rauskommt. Das sollte ja auch dieses Jahr irgendwann erscheinen. Also jedenfalls haben sie es für letztes Jahr auf dieses Jahr verschoben, im Herbst. Und das war der letzte Standpunkt. Und das wird dann auch noch so ein Standalone-Addon werden, wie Rising Storm, eben nur halt im Pazifik. Angesiedelt, so Vietnamkrieg, Pazifikkrieg. Ja, nicht Pazifikkrieg, Vietnamkrieg. Pazifikkrieg machen wir hier gerade hier. Bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen, also Vietnamkrieg wirklich. Und da wird es dann auch so ein paar schöne Fallen geben, so schöne Widerstandskämpfer-Fallen, so wirklich ekelhafte, wo man wirklich Fallgrube fällt und sowas. Habe ich schon mal gesehen in dem Video, also es wird auf jeden Fall sehr lustig. Und natürlich auch M16 und sowas, M4, M14, alles dabei. Und natürlich auch Fahrzeuge, da weg zu den ersten Fahrzeugen. Ich hoffe doch, dass Rising Storm demnächst auch mal wieder Fahrzeug bringt. Also ich habe jetzt wieder ein Forum gelesen, bei denen sie haben es auf jeden Fall mal gesagt, dass sie Panzer bringen wollen. Panzer-Gameplay mit so zwei chinesischen Panzern, zwei amerikanischen Panzer. Also klar, allen voran der Sherman-Panzer. Aber bislang kam der eben noch nicht. Das Addon ist ja schon über ein Jahr alt. Ich glaube schon fast zwei. Wenn ich jetzt das alles richtig in Erinnerung habe. Ja, wird langsam mal Zeit. Ich weiß nicht, ob es da halt irgendwie Mods gibt oder sowas, aber es wäre doch sehr schön, wenn man da mal ab und zu mal so einen Sherman-Panzer fahren kann. Das wäre schon ziemlich geil, ja. Und wenn das noch so modelliert ist wie in Red Orchestra 2 mit den Panzer 4 und den T-34, dann wäre das noch richtig Premium. Also, dann würde ich auch sogar noch mehr Geld hinlegen als 20 Euro. Also von mir aus kann das Addon auch wirklich 60 Euro kosten. Gerade bei solchen Spielen, die unterstütze ich gerne. Da kann man auch gerne mal Vollpreis verlangen, auch wenn es nicht so sein wird, kann ich echt schon sagen. Was kosten Rising Storm? 15 Euro oder so? Das ist eigentlich nichts. Ne? Wenn also wirklich auf so einem Shooter steht oder einen Multiplayer-Shooter sucht, über die Hardcores, dann bist du mit 15 Euro hier am besten bedient, ja. Also, einen schöneren Preis kannst du gar nicht bekommen. Dann geht eine Runde eigentlich noch, sehe ich gerade gar nicht hier. Gucken wir mal ganz kurz. 1 Minute 59, okay, 2 Minuten haben wir noch. Das war schlecht gezielt, Viper. Das war richtig schlecht. Ansonsten so, also ich sag mal so, ich denke mal, ich habe schon bestimmt ein halbes Jahr diese Karten nicht mehr gespielt, weil er fast nie auf der Server verfügbar ist. Saipan, aber jetzt wieder so, ein kleiner Überblick, so ein kleiner zwischendurch mal wieder so eine Runde auf der Karte. Ich muss sagen, ich habe es echt vermisst. Es war wirklich eine sehr schöne Stadtkarte, beziehungsweise eher eine Industriekarte, aber sie wirkt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube, ich habe keine Tickets mehr, ne? Glaube ich, alle aufgebraucht. Jo, keine Verstärkung mehr übrig. Axtmächte haben 0. Wird wahrscheinlich die Runde jeden Moment zu Ende sein. Fügen wir ein bisschen rum. Hier zeigen wir ein bisschen die Karte. Also auf jeden Fall groß wirken sie alle, ja? Das ist schon mal Pflicht in Red Orchestra und Rising Storm. Karten sind riesig. Ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Spielraum. Mit so ein Fahrzeug sogar. Gucken wir uns mal das Ding an hier. Was haben wir da für ein Fahrzeug? Chinesisches. Japanisches, nicht chinesisches. Irgend so ein Amphibienfahrzeug oder so. Sehr schön. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Sieht auf jeden Fall japanisch aus, das Ding. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich vermute einfach mal. Ich weiß auch nicht, wo ich hinlaufen soll. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Runde hier auf Saipan. Schöne neue Kampagnenmodus ausprobiert. Also mir gefällt er wirklich sehr gut. Ich werde ihn wahrscheinlich auch beibehalten. Es sei denn, ich bringe ab und zu mal so eine Custom-Card, wie es halt am Samstag der Fall sein wird, um 13 Uhr. Wie gesagt, Red Orchestra 2. Kriegszeit. Sehr schöne, verregnete Karte mit richtig schönen Sturmfeeling. Also auf jeden Fall einschalten. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, euch hat das Ganze hier Spaß gemacht zuzuschauen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Übernächste Woche, nächste Woche ist Gamescom-Zeit, da gibt es was anderes zu sehen um die Zeit.
Aber die Woche drauf dann gibt es wieder schönen Inselspaß von Rising Storm mit neuen Karten auf den Kampagnenmodus. Bis dahin, macht's gut, ciao.